Hallo, heute rechnen wir die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG aus dem Herbst 2012 und rechnen möchte ich gerne die Aufgabe 5. Bei der Aufgabe 5 geht es darum, dass ein PKW mit einer bestimmten Geschwindigkeit auf ein Hindernis zufährt und geprüft werden soll, ob der entsprechende Bremsweg ausreicht, um vor dem Hindernis zum Stehen zu kommen. Wir machen uns hier wieder eine Skizze und versuchen uns den Sachverhalt zunächst mal bildlich darzustellen. Also, PKW fährt auf einer geraden Ebene . Dieser PKW fährt mit 50 km pro Stunde. Von hier ausgehend 20 Meter entfernt tritt plötzlich ein Hindernis auf. Ganz zufällig aus dem Nichts. Und da der Fahrer nicht gleich reagieren kann, verstreicht erstmal noch ein bisschen Zeit. Und diese Zeit führt dazu, dass er einen gewissen Weg zurücklegt. Das wäre eigentlich der Weg S-Reaktion. Und die Zeit, die verstreicht, sind TR gleich eine Sekunde. Danach tritt er also auf die Bremse und verzögert. Die Verzögerung ist das A und das beträgt 9,08.